Im EU-Projekt Green Silicon haben wir neue thermoelektrische Materialien entwickelt, die zum Beispiel zur Umwandlung von Abwärme in elektrischen Strom genutzt werden könnten. In Thermoelektrika wird eine Temperaturdifferenz direkt in elektrischen Strom umgewandelt, weil zum Beispiel Elektronen von der heißen Seite auf die kalte Seite fließen und so ein Strom erzeugt wird. Und das funktioniert so lang, bis auf beide Seiten gleich warm ist und dann fließt natürlich kein Strom mehr. Gute thermoelektrische Materialien sind daher Materialien, die Wärme schlecht leiten, aber die Elektronen trotzdem gut leiten. Man kann zum Beispiel so ein Material aus ganz vielen ultradünnen Schichten aufbauen und dadurch kann man Gitterschwingungen unterdrücken, die die Wärme transportieren, aber die Elektronen gehen trotzdem durch. Bisher sind Wismut-, Tellur- und Antimon-Verbindungen für solche Materialien verwendet worden, die aber zu einem gewissen Grad umweltschädlich sind und deswegen haben wir das Ganze aus nachhaltigen Materialien, nämlich Silizium und Germanium, hergestellt. Meine Aufgabe in dem Projekt war es, die Schichtstruktur zu untersuchen. Dazu habe ich Röntgenbeugungsmessungen durchgeführt. Mit dieser Methode kann man Abstände, also Atomabstände messen und so die genauen Eigenschaften dieser einzelnen Schichten bestimmen. Damit ist es uns gelungen, verbesserte und umweltverträgliche Materialien herzustellen, die zum Beispiel in Herzschrittmachern eingesetzt werden können und somit einen Batteriewechsel in Zukunft überflüssig machen. Rettet man damit die Welt? Bleibt dran!